viele Themen auf der Agenda und diese Themen kann ich jetzt besprechen mit Knut Fleckenstein für die SPD hier im Europaparlament, der außenpolitische Sprecher. Herr Fleckenstein, fangen wir doch mal mit Katalonien an. Da kommt morgen der spanische Außenminister hier zu Besuch, trifft Herrn Tajani. Was ist davon zu erwarten? Doch Vermittlung jetzt durch die EU oder was glauben Sie? Es wäre schön, wenn es so wäre, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, er wird nur den Standpunkt der spanischen Regierung noch mal deutlich machen, die ja rechtlich in einer eindeutigen Situation sind und auch, glaube ich, Recht haben. Nur leider mit denjenigen nicht reden, die sich von Spanien loslösen wollen. Ist denn überhaupt da Spielraum für die Europäische Union zu vermitteln oder müsste da der Ansatz schon von Spanien kommen? Naja, also Vermittlung macht immer nur Sinn, wenn zwei vermittelt werden wollen. Und insofern sollten wir uns da nicht ungebührlich reinmischen, wenn eine Seite sagt, wir wollen gar nicht reden. Aber wenn wir gefragt würden, dann sollten wir dazu bereit sein. Und das muss auch nicht die Institution, Parlament oder Kommission sein. Das können auch einzelne agierende oder früher agierende Menschen sein. Aber wie gesagt, es gehören zwei dazu, die vermittelt werden wollen. Und das ist offensichtlich in Madrid nicht der Fall. Also es ist keine Aussicht darauf, dass auch ein Mediator von sich aus sagt, wollt ihr Hilfe bekommen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das wäre dann immer ein Affront gegen denjenigen, der nicht, im Moment zumindest, noch nicht sprechen will. Ich glaube, es wäre gut, wenn die spanische Regierung von sich aus sagen würde, wir wollen mit den Verantwortlichen in Barcelona ins Gespräch kommen. Bis dahin allerdings kann es auch keine Aktion geben, Abspaltung geben, weil das wäre natürlich ganz und gar kontraproduktiv. Ein weiteres Land, über das wir reden müssen, ist Tschechien. Da gab es eine spannende Wahl an diesem Wochenende. Man kann doch die Prognose eindeutig wagen, es wird nicht leichter. Nein, nein, es wird mit Sicherheit nicht leichter. Zumal der nun mit so großem Erfolg gewählte ja vorher auch klare Aussagen zu seiner inhaltlichen Arbeit gemacht hat. Trotzdem muss man nun erst mal abwarten, was er wirklich in ein Regierungsprogramm schreiben wird und mit wem er gemeinsam diese Regierung bilden will. Ich glaube, es zeigt sich deutlich, dass es keinen Sinn macht, populistischen Sprüchen hinterherzueifern. Am Ende hat es die tschechische Regierung nicht belohnt, sondern die Originale wurden umso mehr gewählt. Sie haben ja hier im Parlament schon einige Erfahrungen mit dieser Partei. Sie sitzt ja hier bei den Liberalen mit in der Fraktion. Wie erleben Sie die hier im Umgang? Ich habe sie bisher, um ehrlich zu sein, relativ wenig erlebt und auch nicht rechtsradikal in dieser Hinsicht. Nein, es wird wirklich darauf ankommen, was wird er genau in sein Regierungsprogramm schreiben. Und es wird auch darauf ankommen, dass diejenigen, die sich vor rechtspopulistischen Sprüchen und rechtspopulistischer Politik abgrenzen wollen, dass die das auch deutlich machen und nicht versuchen, ein bisschen netter zu sein, aber im Prinzip dieselben Sprüche zu machen. Nichtsdestotrotz, egal was jetzt drinstehen wird in seinem Papier, es ist ja scheinbar so, dass gerade in Osteuropa die illiberalen Demokratien anzuwachsen scheinen. Wie kann man sich von der Seite der Europäischen Union denen annähern oder vielleicht auch die Bevölkerung dort gerade mehr mitnehmen, dass sie für Populismus in der Form nicht so empfänglich sind? Also ich glaube, es geht um drei Sachen. Zum einen geht es darum, dass wir eine deutlichere, auch eine Politik machen, die die Menschen erreicht. Das tun wir bisher nicht gut genug. Dazu gehören Arbeitsplätze und all diese ganz konkreten Dinge. Nur wenn Sie gucken, Tschechien ging es noch nie so gut, wie es im Moment geht. Das alleine kann es nicht sein. Es gehört auch dazu, dass wir uns mit den Regierungen dort auseinandersetzen und vor allem auch uns nicht nur auf die Regierungen konzentrieren und die Parlamente. Es gibt viele in der Region, die dort zu den eigentlichen europäischen Werten ganz ausnahmslos stehen. Und mit denen müssen wir einen Weg finden, auch ins Gespräch zu kommen. Sich nur auf einen Regierungschef und eine Regierung zu verlassen, reicht offensichtlich nicht mehr.
Das nächste Land, auf das wir blicken müssen, ist Italien. Da gab es auch an diesem Wochenende ein Referendum. Wie ist das aus Ihrer Sicht zu bewerten? Sagen ja alle, ja, ist gar nicht so schlimm und riecht aber doch ein bisschen nach Abspaltung, zumindest nach Zwist. Es riecht nach Zwist, ja, nicht wirklich nach Abspaltung, glaube ich, sondern dahinter verstecken sich ja immer ganz konkrete Forderungen, die eigene Situation zu verbessern, die ich in Italien gar nicht im Detail kenne. Bei den Katalanen ist es ganz eindeutig, die verdienen zu viel Geld, die haben eine gute Wirtschaft und sehen zu viel Geld einfach abfließen in andere Regionen des Landes. Nein, ich glaube, es ist ein Hilferuf, mehr darüber zu reden, wie viel Autonomie man auch im kulturellen Bereich man denjenigen geben kann, die das haben möchten. Und es geht darum, Gelder gerecht zu verteilen. Das ist wie überall. Auch bei uns gibt es ja immer wieder Diskussionen über den Länderfinanzausgleich. Jetzt hat die EU schon in den letzten Monaten etwas frohlockt und hat gesagt, der Populismus ist zumindest eingedämmt. Wir haben ein Zeitfenster, in dem alles positiv gesehen wird. Ist dieses Zeitfenster schon wieder zu? Na, ich glaube, es ist nicht zu. Ich kann mit diesem Ausdruck Zeitfenster gar nichts wirklich anfangen. Konnte ich auch vor ein paar Tagen noch nicht. Ich glaube, wir sind aufgefordert, besser zu agieren und zu handeln. Nur weil mal eine Wahl in Ordnung geht, ist das Zeitfenster deshalb nicht größer oder kleiner geworden. Oder im Tschechien mal eine Wahl meiner Meinung nach nicht in Ordnung geht. Nein, wir müssen uns hier anstrengen, dass wir die Sicherheitsbedürfnisse der Menschen ansprechen dort, dass wir die sozialen Bedürfnisse der Menschen ansprechen. Und wir müssen sehen, was wir tun können. Ohne einen völlig zerstrittenen Rat ist das immer eben ja sehr, sehr schwierig hinzubekommen. Ich glaube, wir im Parlament müssten zumindest die Initiativen ergreifen, von denen wir hoffen, dass sie auch umgesetzt werden, dann im Trilog mit Kommission und Rat, damit die ganz normalen Menschen in Tschechien und anderswo merken, hallo, die kümmern sich ja doch um uns. Sagt Knut Fleckenstein für die SPD hier im Europaparlament. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, also eine sehr interessante Woche, die da bevorsteht. Die Ergebnisse des Gipfels letzter Woche werden auch noch hier debattiert werden. Dazu gibt es auch neue Initiativen. Der Präsident des Europaparlaments, Tajani, möchte gerne die Regierungschefs einzeln einladen oder auch in Gemeinschaft einladen, mit ihnen hier im Europaparlament gemeinsam diskutieren. Und es gibt noch verschiedene andere Dinge, die sehr interessant sind. Morgen ist ein sehr spannender Tag, also diese Debatte werden wir live übertragen. Danach gibt es noch eine Debatte zur Meinungsfreiheit und zur Pressefreiheit in Malta. Da gab es diesen aktuellen Fall der ermordeten Journalistin. Da wird es auch eine Schweigeminute geben und möglicherweise werden die Angehörigen der Familie hier sein. Also spannende Woche hier im Europaparlament. Sie verpassen nichts bei Phoenix. Wir werden das alles übertragen.